Oh, er lädt Loot. Nach 10,5 Minuten. So. Okay, ich glaube, und das. Da muss man sich erstmal wieder zurechtfinden hier im Parkour. Ne, ich glaube, da drüben steht das MG. Und der Granatwerfer? Ne, hier war das. Hier. Ah, geliebtes Tarkov. Alles ganz für mich allein. Und ein paar blöde Skeps. Hier, der ganze Loot. Ah, das ruckelt ganz schön. Der ganze Loot für mich allein. Gib mal eine Cola hier. Alter! Die sind aber zornig. Das muss wohl so sein. Wie sie mich auch gesehen haben. Jetzt habe ich irgendwie direkt Schiss vor den Skeps, Alter. Alter! Wie Nate. Ey, jetzt ging's aber rucki-zucki. Das ist wahrscheinlich hier so die Tarkov-Krankheit. Bin ich nirgends gespawnt. Erstmal direkt keine Ahnung. Ich glaube aber da hinten, wo wir gerade waren, oder? So. Warte mal. Da hinten ist doch das Ding, was ich besuchen muss. Doch hier nicht was. Noch irgendwas? Spärlich, spärlich.
Ja. Okay, was muss ich noch machen? Das MG muss ich suchen, mit dem Taxi rausfahren. Ach so, ja, okay. Das ist mal, die haben wir da drüben, sozusagen. Okay, it's a Lab Scientist on Ground Zero. Der war, glaube ich, hinten am Fahrstuhl. Ich frage mich, ob was die immer schießen. Alles später. Naja, faulen Raid soll das schon sein. Naja. Die sollen die mal ein bisschen geschmeidiger machen, Alter. Die Skeps sind schon wieder hier übelst brutal, oder was das hier für Typen sind. Nein! Kepka Jovana! Ach so, stimmt ja, das dauert ja hier eine Weile. Man ist gewöhnt von Kreisohren gleich zack und schon ist es im Fall. Alter, die können mir schon wieder die Butter auf dem Brot nicht. Man sieht nichts, aber nur ein einziger Müllhaufen. Es ist ja schlimmer als in Kreise und den ganzen Tag ins Gras zu klotzen. Scheiße. Ui. Das zeigt sich nicht mehr, der blöde Hund. Was kommt angestürmt? Wieder Teufel auf Rädern und jetzt? Ich habe ihn nicht gesehen. Вроде никого. Weggelatscht.
mich erschrocken. Vor allen Dingen, ich habe niemanden gesehen. So, warte mal, wie war denn das jetzt hier unten? Komme ich da in irgendein Gebäude rein? Das weiß ich gar nicht mehr. Man muss Tarkov praktisch wieder neu lernen. Doch, ja, hier kommen wir auch wieder rein. Ja, man muss auch dazu sagen, so viel war man nicht hier auf Ground Zero. Du machst ja bloß deine Anfangsquest und dann hat sich's hier erledigt gehabt. Daher. Aber den habe ich ja auch noch nie gesehen. Ich glaube, hier unten war ich auch noch nie drin. So, die Strikes aufheben. Alles wie gehabt. Und ich muss sagen, macht schon Spaß. Auch ohne PvP. Ja, loose loot. Mal so die Welt erkunden. Ohne Stress sozusagen. Ich weiß gar nicht, auf was ich schieße. Ui. Oho, uhu, uhu. Ach komm, ja, die blöden Nudeln weg. Matches brauche ich auch nicht. Echt den Scheiß. Motor kann man mal mitnehmen. So, jetzt habe ich 3 von diesen Scheiß drin. Oh, was? Oh, was? Die Zeit? Alter. Shit. Stimmt ja, hier sitzt einem ja wieder die Zeit im Nacken. Nakatani Basement, Scav Checkpoint, ne, Police Gordon, VX, Mirror Ape, Mirror Ape, das war doch, wo war denn das? Oh, das habe ich ewig gesucht irgendwo, das war doch hier unten. Aber frag mich nicht mehr wo.
Aber das macht mich schon aber irgendwie. Mira, ey, das war doch, glaube ich, hier unten. Oder bin ich doch? Wir werden schon drauf gehen. War das hier? Ah, okay, es ist hier, aber du brauchst die Flagge sozusagen. Und dann muss ich mich zum Polizeidienst durchschlagen. Oh, ich erschrecke mich jedes Mal. Sollten wir es schaffen? Ja, sensationell wäre das. Die Freude ist groß, erstmal wieder auf Tarkov zu entkommen, aber ich gehe ein. Ah, wir brauchen ja Kohle für das Lucky Scav Junkbox. Ah, ja, stimmt. Platz. Hallo. Platz ist nötig. Ich kaufe mir vielleicht doch die Anhört für 300 Euro. Also nur eine knappe Nummer 200. Ach komm, das geht schon. Da habe ich mehr Platz im Stash. So, schönes Ding.